Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich sitze tatsächlich im Auto und heute machen wir das allererste Video zum Thema Autopflege. Heute dreht sich alles um Ledersitze. Los geht's! Ich glaube, die allererste Frage, die man sich stellen muss, ist, warum denn jetzt Autopflege? Naja, weil es mir tierisch Spaß macht. Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Das hat irgendwann Ende 80er, Anfang 90er angefangen mit den paar Produkten, die man hier in Deutschland bekommen konnte. Und man hat natürlich immer geguckt, dass es die amerikanischen sind, weil die legen da mehr Wert drauf und so weiter und so fort. Inzwischen hat sich das so entwickelt, dass du auch in Deutschland an richtig tolle Produkte kommst. Und für mich ist das Auto zu pflegen doch eine Art, man könnte schon fast meditative Tätigkeit sein. Es beruhigt mich, das ist sowas, das mache ich zwischendurch, das ist ein Ausgleich. Und sind wir mal ehrlich, ich sitze jetzt gerade im Auto meiner Frau und ich habe so das Gefühl, dass das hier das wirklich sehr, sehr nötig hat. Was machen wir jetzt? Wir werden jetzt erst einmal das Auto aussaugen, da müsst ihr nicht dabei sein. Und dann zeige ich euch mal, was ich benutze, wie ich es benutze und warum ich es benutze. Also, was benutze ich? Ich benutze, wenn es um die Ledersitze geht, die Produkte von der Firma Chemical Guys. Warum? Es ist eine geile Firma. Es ist nicht alles von jeder Firma top. Ich suche mir das so zusammen, was die Lederpflege anbelangt. Ich habe wirklich schon viel benutzt über die Jahre und ich muss sagen, Chemical Guys hat echt tolle Lederprodukte. Jetzt habe ich die mal angeschrieben, die haben auch geantwortet, haben sich wohl auch den Kanal angeschaut, wollten sich auch zurückmelden. Da kam dann nie wieder was, also die haben nach meiner Nummer gefragt, aber es hat nie jemand angerufen. Es ist schade, ich hätte es schön gefunden, wenn ich euch da was anbieten könnte. Nichtsdestotrotz, ich verlinke euch die Sachen. Ihr könnt mal gucken auf chemicalguys.de, chemicalguys.eu, das sind die aus Holland, beziehungsweise ich gucke mal, ob ich auch was auf Amazon finde. Und was benutze ich jetzt von denen? Naja, lass mich erstmal erklären, warum ich das benutze. Leder ist nichts anderes als Haut. Und stell dir mal vor, du bist jetzt im Fitnessstudio. Dann gehst du ja nicht aus dem Fitnessstudio verschwitzt raus und schmierst dir irgendeine Creme in die Fresse. Du musst dich ja erstmal waschen. Das ist allerdings das, was die meisten Leute mit ihren Ledersitzen machen. Die gehen her, egal wie die dreckig sind, da wird ein Produkt gekauft zum Pflegen, das wird einmal drauf geschmiert und dann war's das. Kann irgendwie nicht so funktionieren. Du musst wissen, alles was du berührst, beziehungsweise nicht nur mit der blanken Hand, auch mit der Jeans und wie auch immer. Das sind Körperöle, die da reingehen. Da ist Schmutz, das muss erstmal gereinigt werden. Deswegen brauchst du als allererstes einen Lederreiniger. Das ist der Leather Cleaner. Womit wird der aufgetragen? Ich habe hier auch eine Bürste von Chemical Guys, das ist Rosshaar, die ist ziemlich weich, da zerkratzt du dir keine Sitze. Und als allererstes muss man mit dem Produkt draufgehen. Nicht zu geizig, aber auch nicht übertreiben und muss das Leder reinigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du dein Leder gereinigt hast, danach musst du es ja irgendwie nochmal versiegeln bzw. einen Conditioner benutzen. Und das wäre der Leather Conditioner. Wie trage ich das auf? Naja, Mikrofasertücher. Da würde ich jetzt nicht unbedingt die Mikrofasertücher aus dem Discounter nehmen. Es gibt da richtig gute, die speziell für die Autopflege gedacht sind. Persönlich stehe ich halt sehr auf die Tücher von Liquid Elements. So ein Tuch zu haben, so ein richtig dickes, ist wirklich cool, wenn du das irgendwie im Handschuhfach hast und einfach mal irgendwie drüber fahren willst, dass wieder sauber ist, weil Staub sammelt sich ja auch im Auto. Absolut perfekt. Liquid Elements, auch eine geile Firma, die werden wir auch öfter mal hören. Und ich trage es auf mit, muss ich unbedingt mal in die Kamera halten, auch von Liquid Elements, das ist jetzt so ein, na, das hat jetzt arg geraschelt, das ist wirklich so ein Schwamm bezogen mit einem Mikrofasertuch und damit kannst du den Lederconditioner super auftragen. Warum? Naja, weil der halt dickflüssig ist wie eine Creme. Also sprich, genau wie nach dem Fitnessstudio, erst einmal duschen, erst einmal sauber werden, dann was ins Gesicht schmieren und genauso ist es hier auch. Beim Leather Conditioner ist es so, es ist im Endeffekt eine spezielle Creme für Leder mit Vitamin E, die auch noch schützt. Gibt es nicht auch eine leichtere Möglichkeit, so dass man beides in einem macht? Ja, gibt es. Es gibt das Sprayable Leather. Das ist im Endeffekt ein Reiniger und ein Conditioner in einem. Kannst du benutzen, außer man lässt es so weit kommen wie meine Frau hier im Auto. Vielleicht sieht ihr das Video ja. Dann musst du wirklich separat reinigen und du musst auch separat den Conditioner benutzen. Einfach,
weil es gründlicher sein muss. Wenn man sich immer drum kümmert und es immer so auf Trab hat, dann langt es, wenn man zwischendurch mal einfach mit dem Mikrofasertuch und mit ein bisschen von dem Sprayable Leather drüber geht. Das ist okay. Wobei so ein-, zweimal im Jahr würde ich eine separate Reinigung so oder so empfehlen. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist der Duft von dem ganzen Zeugs. Das riecht alles nach frischem Leder. Es ist total geil. Also ich habe schon Parfüms gerochen, die definitiv nicht so gut gerochen haben. Und die haben natürlich auch einen Airfreshener, der genau so riecht. Also wenn du jetzt nicht unbedingt das Vanille- oder Kokosnuss-Wunderbäumchen oder Kirschwunderbäumchen haben willst, ja, und möchtest so ein bisschen was, ein bisschen Erwachseneres, dann ist wirklich das Leder absolut genial. Kleiner Tipp, Beifahrer und Fahrer in den Fußraum sprühen und dann die Lüftung anmachen, so dass es von unten da wieder reinzieht. Dann kommt das nämlich in die Lüftung rein und dann hast du wirklich immer ein neu nach Leder riechendes Auto. Und wenn wir schon bei allem sind, was ich benutze auch gerne nochmal diese Bürste. Die ist natürlich um einiges härter. Damit kriegst du so einen Teppich ziemlich sauber, weil manchmal kommst du nicht durch mit dem Staubsauger. So eine Bürste funktioniert super. Muss jetzt nicht unbedingt die hier von Chemical Guys sein. Ich finde die halt sehr praktisch und ich habe die mal so im Set gekauft. Kann auch so eine ganz normale Bürste sein. Die soll nur harte Borsten haben, sodass du auch mal den Teppich sauber bekommst. Kleiner Tipp noch. Vinyl, Rubber and Plastic. Wenn du irgendwas hast, das komplett aus Kunststoff ist, ob drinnen oder draußen, das schützt tatsächlich vor Feuchtigkeit, vor Wasser, vor Dreck. Und wer kleine Kinder hat, weiß, dass das nicht nur Sachen sind, die draußen im Auto bleiben. Die können sich auch mal irgendwie ins Auto verirren. Und dann ist sowas hilfreich, weil dann kannst du die Sauerei leichter abwischen. Wofür ich es auch noch benutze, sind die Gummidichtungen. Wenn die porös werden, ist total nervig, wenn du da neue finden musst. Das Zeug ein-, zweimal im Jahr drauf und dann bleiben die auch so, wie sie sein sollen. Okay, und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Das hält jetzt ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr. Ich habe es jetzt ein bisschen intensiver gemacht. Ich habe jetzt ungefähr dreiviertel Stunde gebraucht, länger nicht. Ja, die Tücher müssen danach gewaschen werden. Denk dran, Mikrofasertücher ohne Weichspüler, sonst kannst du es sofort schmeißen. Man hat es auch gesehen in dem Moment, wo ich den Reiniger aufgetragen habe. Das hat richtig geschäumt. Das heißt, da war Dreck drin. Das ist alles rausgezogen. Das ist alles jetzt sauber. Dementsprechend sehen die Tücher aus. Es ist gepflegt. Ich habe den Conditioner nochmal drauf gemacht. Und jetzt riecht es hier drin gut. Es sieht gut aus. Ich habe die Dichtungen gemacht. Das ist okay. Ich meine, wenn man seinen Scheiß richtig behandelt, dann hält der auch länger. Da habe ich sehr viel Geld für bezahlen müssen, damit ich das mal lerne. Ich finde es toll, ich würde so rumfahren. Das ist wie gesagt das Auto meiner Frau. Ich hoffe, sie weiß das zu schätzen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich würde mich echt freuen, dich mit an Bord zu haben. Wie du siehst, gibt es viel zu entdecken. Für die, die schon dabei sind, ich habe es jetzt endlich geschafft, ein Autopflegevideo zu machen. Neue Sachen werden kommen. Aber was ganz wichtig ist, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Oh Mist, ihre UFC-Maske. Sonst zeigt sie mir wieder einen ihrer Würgegriffe, wenn ich nicht aufpasse. So, also ich bin stolz auf mich.